Hab nichts gesagt. Oder besser gesagt, ich habe was gesagt, aber man muss einfach nur meckern. Haben da Querstreker noch gefehlt? Ich schon mal hier Eckstein. Oh, hier ist was schief gelaufen. Habe ich den aus Versehen gelöscht oder ist der durchgebrochen mal wieder? Soll ich das übers ganze Dach machen? Wird wahrscheinlich besser aussehen. Ja, kann man gut und gerne so lassen. Ich könnte ja dann ein Katapult hier oben drauf stellen. Sozusagen. Und mit Munition und allem. Aber das können wir dann planen, wenn es soweit ist. Jetzt erstmal das Rathaus im Allgemeinen fertig kriegen. So, wenn ich jetzt da was reinsetzen möchte. Wäre so gut.
man merkt, unsere Holzvorräte werden auch langsam weniger. Wir haben aber noch auf jeden Fall, um das hier alles fertig zu bauen. Hier sind die Stockpiles jetzt auch abgerissen, das ist gut. Gut, sie haben die Treppe schon mal bis ganz nach oben fertig. Das heißt, sie müssen nicht mehr so viel rumspringen. Und das hier nimmt auch immer mehr Form an. Wo willst denn du hin? Da oben ist noch genug, was gebrettert werden muss. Ah ja, im Augenblick produzieren wir mehr Steine, also Ziegel, als wir verbrauchen. Was sich nachher bei der Kirche dann sicherlich wieder ändern wird.
Okay, sie fangen jetzt hier oben an. Auch gut. Wie sieht's drüben beim Steinbruch aus? Spring mal hier runter und sammle die Steine ein, die da rumliegen. Jetzt darfst du weiterarbeiten. Und da hat schon wieder jemand Steine liegen lassen. So, sehr gut. Na, hoffentlich können Sie die Ecke dann noch bauen. Der läuft jetzt auf der Stelle. Tux, was machst du? Eingangstüre finden schwer. Oh, sie holen wieder Holz. Hier das letzte bisschen fertig zu bauen.
Ja, du kannst mal hier die Sachen auf dem Waffenständer ablegen und mal wieder beim Bauen helfen. Eine Arbeitskraft mehr ist eine Arbeitskraft mehr. So, es braucht noch genau 3 Bretter und die werden gerade gebracht. Hey, damit sind wir hier mit dem Teil fertig. Also ja, grundsätzlich. Jetzt müssen nur noch Steine draufgesetzt werden. Einmal außenrum und dann haben wir unser Rathaus, Haupthaus, Bergfried, wie man es nennen möchte. Da, wo jetzt eigentlich der Kristall hingehören sollte, den wir leider nicht verschieben können. Es ist irgendwie toll, dass es diese Merlons gibt. Die man für alles Mögliche nutzen kann. Auch um solche Becken, sage ich mal, zu erstellen. Die haben dann aber fast nichts bringen, weil wenn man dann da Blöcke drin. Ich nehme es zurück. Das sieht jetzt aus wie eine Badewanne. Also eine ziemlich große, luxuriöse Badewanne, aber immer noch eine Badewanne. Ja. Bin echt mal gespannt, ob sie es noch hinkriegen, die Ecken zu platzieren oder nicht. Nora.